Grüezi miteinander. Hallo zusammen. Wie geht's? Heute haben wir unseren Livestream zum Thema Fragen und Antworten. Fragen und Antworten. Also, ihr könnt mir viele Fragen stellen über Schweizerdeutsch, ja, über die Schweiz vielleicht. Alles weiß ich natürlich nicht. Und ich habe auch Fragen für euch über die Schweiz. Ein bisschen. Hallo Samuel, hallo Olivia. Ihr seid die Ersten. Vielleicht hat es noch andere, die zuschauen. Schreibt doch und sagt, woher das ihr kommt. Ob ihr in der Schweiz lebt oder noch jemand anders, vielleicht sind ihr auch im Ausland, ja. Wie heisst du, wo wohnst du? Ja, wo bist du jetzt? Du lebst in Bern, Olivia. Schön. Und du, Samuel? Ah, hallo, Milad. Wo lebst du? Und woher kommst du? Hallo Wissi. Milad, du kommst aus Basel. Schön. Also, das ist ein bisschen ein anderes Deutsch, ja, Baslerdeutsch. Ich hoffe, es ist kein Problem. Also, hallo Philipp. Hallo. Ja, Basel ist sehr schön, Olivia. Dann, wenn ihr wollt, könnt ihr mir Fragen stellen. Also auch wenn es nicht zu dem Thema ist, das ich vorgegeben habe. Also es gibt ganz viele Fragen und Antworten. Du kannst nichts Falsches fragen. Ich habe die erste Frage gestellt. Wo lebt ihr und woher kommt ihr? Ihr habt jetzt geschrieben, wo ihr lebt, aber woher kommt ihr? Wo sind ihr geboren oder was ist eure Nationalität? Wie ist heute gsi? Heute ist Samstag gsi. Dann gehe ich immer einkaufen und wir putzen das Haus putzen. Wir haben immer sehr viel zu tun, aber es ist schönes Wetter gsi und ich bin im Garten gsi. Im Garten. Jetzt bin ich zufrieden, weil ich in den Garten gehen konnte. Hallo Amir, du wohnst zu Olten. Genau. Oh, Peter, du lebst in Prag und kommst aus der Slowakei. Moin aus Hamburg. Hallo Sabine. Olivia, du arbeitest nicht gerne im Garten. Das ist schade. Ups. Also, die erste Frage ist Winterthur. Ich sehe da. Aksami. Zakmi. Du wohnst zu Winterthur. Okay. Also, kennt ihr Schweizer Sportarten? Was ist für euch eine typische Schweizer Sportart? Hallo Tess Valem. Es gibt schon Unterschiede, musst du mal hören, aber wenn du Baslerdeutsch verstehst, dann verstehst du, oder wenn du mich verstehst, dann verstehst du vielleicht eher Baslerdeutsch, als wenn du Hochdeutsch nur mehr kannst. Aber das ist für uns Schweizer ist es nicht schwierig zu verstehen. Basler versteht man eigentlich gut. Schwierig sind die Walliser oder die Freiburger. Die sind schwieriger zu verstehen. Baslerdeutsch ist einfach für dich, Olivia. Das kann sein. Aber ich verstehe es gut, das Baslerdeutsch, aber ich kann dir nicht aktiv sagen, wie die Basler reden. Das musst du mit Basler schauen.
Genau, wo sind die Unterschiede zwischen Baslerdeutsch und Schweizer und meinem Deutsch? Also, kennt ihr Schweizer Sportarten? Hallo, ich sage mal Jebanei, Frfo Jebanei. Skifahren, genau. Wir Schweizer tun gerne Skifahren und ich glaube, vielleicht tun ihr auch gerne Skifahren. Das ist eine sehr populäre Wintersportart und man geht sogar mit der Schule Skifahren. Hornussen. Genau, das ist eine Sportart. Ich bin einmal und habe davon gehört, im Berner Seeland oder im Seeland. Aber ich habe ein bisschen vergessen, wie das Hornussen geht. Aber das wäre schon Sportart. Wandern natürlich. Wandern ist ein Nationalsport, ja. Ich glaube, viele Leute gehen gerne wandern in Bergen. Ja. Würden wir das Kartenspielen, Jassen, könnten wir das auch zu Sport zählen? Sport, es gibt Turnier, es ist Denksport, so vielleicht ein bisschen wie Schach. Schach gibt es auch Turnier, aber Jassen, kennt ihr das Schweizer Kartenspiel? Da hat man Karten 6, 7, 8, 9, 10, Bauer, Dame, König und Ass. Also ab dem 6. spielt man. Habt ihr das auch schon gespielt? Ja, genau. Viele Leute springen auch springen und gehen raus, gehen joggen oder in den Bergen Velofahren. Das macht mein Sohn sehr gerne. Mountainbiken. Entweder Mountainbike-Tour machen, rauffahren und wieder runterfahren. Oder mit dem Bähnchen rauffahren und wieder runterfahren. Hallo Katri. Du kommst aus Finnland. Schön. Liebe Grüße auf Finnland. Ich weiß nicht, bist du in der Schweiz vielleicht oder bist du in Finnland? Poker. Aksamki. Sag mir, das ist eine Schweizer Sportart. Ich weiß nicht. Ja, es tun sehr wahrscheinlich einige Leute Poker spielen. Nein, ich kenne Poker nicht so genau. Ich tue mehr Jassen. Aber Jassen und Poker ist nicht ganz das Gleiche. Das sind beides Kartenspiele. Jassen. Genau. Dann gibt es Trumpf und die Karte, die Farbe ist am stärksten und die kann alle schlagen. Also, ja. Genau, Bobfahren, Schlitten. Also, es hat eine Zeit gegeben, das sind die Schweizer Bobmannschaft ist super gewesen. Und hat viel Erfolg gehabt. Ja, Sapien. Schweizerdeutsch ist schön, Graubündner tun auch sehr schön reden, ja. Curling. Curling. Ich weiß nicht, ob das typisch schweizerisch ist, aber das machen die Schweizer auch. Auf jeden Fall gibt es eine Nationalmannschaft, aber ich habe keine Freunde, die das machen. Meine Freundinnen haben viel Unihockey gespielt. Unihockey, also Hockey auf dem Land. Nicht Eishockey, sondern Hockey in der Turnhalle. Ja, cool. Da haben wir schon einige Schweizer Sportarten, was typisch ist für die Schweiz. Ja. Also, wenn wir eine Frage stellen, kennst du Schweizer Sportarten? Kannst auch einfach sagen ja oder nein. Wenn du das Verb am Anfang hast, dann sind Fragen mit ja oder nein. So, ich habe Fragen vorbereitet mit vielen verschiedenen Fragewörtern. Ja. Genau, Ali. Schweizerdeutsch hat viele kleine Wörter, die nur ein Buchstaben ist, zum Beispiel. Genau. Wie viele Sprachregionen hat die Schweiz? Wie viele Sprachregionen? Wisst ihr das?
Das ist ganz einfach. Genau, kein Problem. Kennt ihr andere Sprachen? Ich kenne ein Lied auf Romanisch, Olivia. Ich kenne ein Lied, das Lied Hey, jo, spann den Wagen an. Das habe ich auf Romanisch gelernt, weil wir eine neue Schülerin hatten in der dritten Klasse oder so. Und die ist aus Graubünden gekommen und die hat uns das Lied gelernt. Genau, die Romandie, Tessin. Im Bündnerland spricht man Romanisch, nicht nur, aber auch ein bisschen Deutsch und Deutsch-Schweiz, genau. Die Romandie, wir sagen die Romandie, sagen wir auch das Welschland. Die Welschen, die französischsprachigen. Romandie ist eigentlich das französische Wort und auf Deutsch sagen wir, reden wir, wenn wir von den Welschen reden, dann sind das die, die Französisch reden, aus der französischen Schweiz. Sapien, du sagst, es gibt ganz viele Sprachregionen. Ich denke, du denkst, jedes Dialekt ist eine andere Sprachregion. Das könnte man auch so sagen. Wir haben ja ganz viele Dialekte. Peter, was denkt man über die Welschen? Wenn wir zusammen sind, eigentlich ist es schade, ich bin in Freiburg aufgewachsen und Freiburg ist eine zweisprachige Stadt, aber ich bin auf Deutsch in die Schule, ich bin immer mit Deutschschweizern zusammen gewesen, mit den Freiburgern, mit den Seislern, ich bin auf Deutsch in die Kirche gegangen, alles auf Deutsch und die Französischsprachigen, die machen alles Französisch. Und nicht so viele Leute mischen. Also wir hatten eine Schule, eine französische Schule und eine deutsche Schule unter dem gleichen Dach mit zwei verschiedenen Direktoren. Aber wir haben sehr wenig miteinander geredet. Das ist eigentlich schade. Was denken, ich weiß nicht genau, was die Deutschschweizer über die Welschen denken. Von den Zürchern sagt man, sie sind sehr schnell. Ja, von den Berner sagt man, sie sind sehr langsam. Ali Hus, du meinst, man redet auch Arabisch, Englisch und Deutsch, das sind die drei Sprachen in der Schweiz. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute Arabisch reden, aber es gibt sicher auch. Oder man hört auch viel, vielleicht Jugoslawisch von Ex-Jugoslawien, die Bevölkerungsgruppe ist recht gross. Oder? Genau. Genau, Peter, das ist schade, wenn man zwei Sprachen lernen kann und es nicht macht. Ich hatte eine Chance, ich bin in der zweiten Klasse, ein Semester, also in der Mittelschule, in der zweiten Klasse, ein Semester zu den Französischsprachigen gegangen. Also es hat die Möglichkeit gegeben, dass man wechselt. Ich glaube, wir sind die Zweiten gewesen, die das gemacht haben. Und es ist ganz eine gute Erfahrung gewesen, aber ja, wir haben sonst nicht viel zusammen gemacht. Das wäre gut, wenn es mehr Austausch würde geben. Ja, wenn wir mit Französischsprachigen zusammen sind, dann reden wir meistens Französisch, weil wir reden nicht gerne Hochdeutsch, wenn wir Französisch können. Ja, dann tun wir lieber das Französisch üben. Also so haben die Welschen weniger Chancen, mit uns lernen, Deutsch zu lernen oder Deutsch zu üben. Oder auch Schweizerdeutsch ist für sie dann schwierig, weil sie in der Schule Hochdeutsch reden. Genau, wie sie. Du kannst auch ein bisschen Französisch reden. Kein Problem. Okay. Also, ich habe ein Angebot für Basic Swiss German, das ihr könnt
Mitglieder werden und jede Woche gibt es 2 neue Lektionen mit ein bisschen Wortschatz, nicht viel auf das Mal, einfach für die, die ihren Wortschatz erweitern wollen, der ganz, ganz basic ist. Ja, dann könnt ihr da unten drauf drücken auf einen Link und dann habt ihr das in der habt ihr eine Beschreibung, was man dort als, wie das so aussieht. Mein Angebot. Okay, machen wir weiter. Was für Schweizer Berge kennst du? Was für Schweizer Berge kennst du? Ups. Sapien, du redest all die Sprachen. Arabisch, Hebräisch, Englisch, Französisch, Hochdeutsch. Und Schweizerdeutsch in ein paar Jahren. Wow, gratuliere. Du bist sehr vielsprachig und vielseitig. Darmi Welsch ist... Genau. Vielleicht, ich weiss nicht, was denkt ihr, sollte man in der Romandie, in der Schule Dialekt unterrichten. Das Problem ist dann einfach, welches Dialekt, oder? Hallo Lazar. Das Matterhorn. Peter, du kennst das Matterhorn. Sehr markant, so dreieckiger Berg. Ich glaube, Toblerone hat ihre Form vom Matterhorn. Crijona. Sankt Crijona heisst ein Berg im Engadin. Genau das fällt. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, wobei Schweizerdeutsch meine Muttersprache ist. Eiger, Wissi, bist schon auf dem Eiger oben gsi. Bist aufgeklettert auf der Eiger Nordwand. Dort ist es ganz steil und man muss klettern. Das ist nur etwas für die Verrückten. Extremsportler. Die Jungfrau, genau, gerade neben dem Eiger, das ist so ein markantes Trio. Eiger, Mönch und Jungfrau. Ja, wenn man durch die Schweiz fährt, sieht man sie sehr häufig und man weiss, das sind Eiger, Mönch und Jungfrau. Mhm. Das Rheinwaldhorn, Chalet, Runka, das kenne ich nicht. Das Finster Ahorn habe ich auch schon gehört, aber vergessen, was ist. Das Rheinwaldhorn ist das Basel. Oder wo? Der Santis, genau. Der Santis. Wo ist jetzt da? In der Innerschweiz. Genau. Peter, du denkst, wir könnten Welsch einen Dialekt unterrichten. Oder einfach ein paar Lektionen mindestens Dialekt. Der Benalp ist sehr schön, Katrin. Auf den Jura kann man auch, ja, der Jura ist die Bergkette im Norden der Alpen. Dort hat es auch verschiedene Berge. Dort hat es einen schönen Canyon, einen grossen. Der Grand Canyon der Schweiz ist im Jura, Le Creux du Vent. Crijona ist es Basel, okay, Entschuldigung. Ja. Trigi ist auch ein sehr markanter Berg, wo man eine schöne Aussicht hat auf die anderen Berge. Ja. Oder Falknitz, da ist glaube ich auf der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein. Ja, wenn ich mich nicht täusche. In Fribourg ist der Vanille Noir, der grösste Berg im Kanton Fribourg. Ja. Oder wir gehen ab und zu auf Kaisereck, gehen einen Sonnenaufgang schauen. Wenn wir von uns daheim, also von Fribourg aus, den Sonnenaufgang anschauen, dann nachher kann man auf den Kaisereck, das ist immer sehr schön am Morgen früh, den Sonnenaufgang schauen. Super, danke vielmals. Also, was für Berge oder
Wo ist das Matterhorn? Wo ist das Matterhorn? Das ist ganz einfach. Was habt ihr für Fragen? Ihr dürft auch Fragen stellen. Genau oberhalb von Zermatt. Wenn man aufs Matterhorn will, muss man zuerst auf Zermatt. Und auf Zermatt, genau, das ist im Wallis. Und auf Zermatt rauf kann man nur mit der Eisenbahn. Ja, also ihr könnt nicht mit dem Auto auf Zermatt. Ihr müsst das Auto, ich glaube, das Dash lassen. Wenn ich mich gut erinnere, heisst das Dash. Müsst ihr das spätestens das Dash parkieren und mit dem Zügli weitergehen. Also Zermatt ist eine autofreie, ist fast eine Stadt, ja, oder ein Dorf, ein grosses Dorf oder eine Stadt. Genau, Peter, du findest es frustrierend, wenn man nur Hochdeutsch kann und dann alle Schweizerdeutsch redet. Das ist ein Problem. Mhm. Servant, Lazare, das ist auf Französisch Matterhorn. Genau, das ist im Wallis. Ich glaube, Carving ist das Sport, also beim Skifahren kannst du Carving Skifahren. Aber Servant ist Matterhorn auf Französisch. Mhm. Ja, gut. Im Wallis hat es auch Gletscher zum Beispiel. Also in welchen Ländern liegt der Genfersee? Der Genfersee gehört nicht nur zu der Schweiz, sondern man kann mit dem Schiff überfahren auf die andere Seite. Man kann auf Evian gehen. Man kann auf Le Bouvray gehen. Das ist ganz am Ende vom anderen Ende vom Genfersee. Das ist noch die Schweiz. Dort hat es einen schönen Park mit Eisenbahnen, so Mini-Eisenbahnen, wo man reinsitzen kann. Also so breit sind sie. Frankreich, genau. Man kann auf Frankreich über. Evian ist in Frankreich, gerade am Genfersee. Oh, Lazare, Konstanz ist am Bodensee. Am Bodensee im Nordosten mehr von der Schweiz. Genau, der Genfersee ist am Genf ist am Genfersee. Die Welschen sagen Le Clément. Da hört man nicht, dass es Genf ist. Aber der Genfersee ist sehr gross, so wie eine Banane, und ist in Wallis, Watt und Genf sind an dem See. Und wo ist Genève? Aha. Und genau auf der anderen Seite ist Frankreich. Super. Und Murten ist ganz an einem kleinen See. Im Seeland hat es 3 Seen, so oben links ein bisschen von der Schweiz. Ein grosser, der Neuenburger See und dann der Bieler See. Nachher Richtung Deutschschweiz. Neuenburg ist noch für Welsch, ist auch eine zweisprachige Stadt. Und dann ein bisschen südlich vom Neuenburger See ist der kleinere Murtensee. Und in Murten habe ich eigentlich gewohnt und geschafft 2 Jahre. Das ist ein bisschen meine Heimat. Murten ist ganz klein, genau. Aber es ist ein Städtchen, eine mittelalterliche Stadt mit einer Strasse. Eine Strasse Nord-Süd, eine Strasse Ost-West und so eine Mauer rundherum. Ich habe in Murten gearbeitet. Ich bin Lehrerin und ich hatte in Murten eine Kleinklasse gehabt, 2 Jahre lang. Mhm. Hallo Sack. Heiß. Ich verstehe dich nicht, was du meinst, Lazare. Genius. Mm. Okay, wunderbar. Gehen wir weiter. Was ist die Hauptzutat von Rösti? Habt ihr auch schon Rösti gegessen? Habt ihr es gern? Und was ist die Hauptzutat? Hübsch. Ähm,
Peter, du fragst, ob ich schon am Genfersee war. Ja, ich war schon einige Mal am Genfersee. Es ist auch schön, am Genfersee entlang zu laufen, spazieren. Montreux ist auch am Genfersee. Oder Lausanne, auf Genf, bis auf Genf aber bin ich erst einmal. Aber der Genfersee ist sehr schön und frisch zum Schwimmen. Nicht so warm, recht frisch. Aber was ist die Hauptzutat von Rösti? Grundbirne. Herdöpfel. Grundbirne. Wäre eine andere Möglichkeit, das zu sagen. Herdöpfel, genau. Die Freiburger würden sagen Häppere. Häppere. Ja. Und habt ihr gern Rösti? Du hast keine Ahnung, was Rösti ist, aber du kennst den Röstigraben. Also man sagt, der Röstigraben ist so ein bisschen die Grenze zwischen Welschland und Deutschschweiz. Und manchmal, vor allem wenn wir abstimmen, haben die Welschen andere Mehrheiten als Deutschschweiz. Ja? Und dann, leider, weil wir mehr Deutschschweizer sind, werden die Welschen häufig überstimmt und es wird das gemacht, was die Deutschschweizer wollen. Und das gibt manchmal vielleicht ein bisschen Problem. Es gibt einen Röstigraben. Es gibt einen Graben, wo wir sind anders, denken ein bisschen anders. Ja. Häppere ist Herdöpfel, genau. Die Freiburger Seisler sagen Häppere. Die anderen sagen Herdöpfel eigentlich. Rösti ist gut, aber nur mit Bier. Ich war einmal auf einem Bauernhof arbeiten. Und dann haben sie immer Rösti zum Morgen. Rösti ist schwerschaft gut und dann hat man Kraft für den ganzen Tag. Nein, Peter, ich kenne Marie-Thérèse Porsche nicht. Wer ist das? Keine Ahnung, wer das ist. Also, die Hauptzutat zu Rösti. Oder habt ihr andere Schweizer Gerichte, die ihr gerne habt? Was habt ihr sonst noch gerne? Ich muss dann später nachschauen, was das für eine ist, Marie-Thérèse. Fondue, genau, Olivia, Fondue. Ist auch sehr gut. Schweizer Käse generell, Brot, Gipfeli, wunderbar. Okay, das ist ein welscher Komiker. Dann muss ich das mal anschauen. Raclette, Raketering. Meinst du Raclette? Genau. Hast du Beweise? Hast du Beweis? Hast du Beweis? Sagt mir. Sidwurst mit Eierspätzli. Oh, Bratwurst, Bratwurst oder Servela. Ja. Was ist Schweizerdeutsch? Wie würdet ihr das definieren? Was ist das? Ja, genau. Raclette ist auch hure gut. Hure gut, sehr gut, mega gut, weltsgut. Das ist eine Sprache. Deutsch mit mehr Umlaut. Bärli, Biber, Birre, Wecke. Biberli und Birreweckli, das ist auch. Sehr, ich weiß nicht, ob typisch schweizerisch, aber sehr gut. Ja, Schweizerdeutsch gibt es eigentlich gar nicht so. Nur aus das Schweizerdeutsch, es gibt viele verschiedene Schweizerdeutsch. Genau, eine Ansammlung von Dialekten, die in der Deutschschweiz geredet wird. Merci beaucoup. Genau. Woher kommt der Name Schweiz?
Also, woher hat die Schweiz ihren Namen? Wisst ihr das? Habt ihr die Schweizer Geschichte schon ein bisschen studiert? Das war einer der ersten Kantone. Es gibt heute noch einen Kanton, der Schweiz heisst, aber das schreibt, genau wie sie, das schreibt man mit Y. Ja, oder Y. Das ist der Uri, Schweiz und Unterwalden waren die drei ersten Kantone der Schweiz. Gewesen. Und Obwalden und Zug sind sehr wahrscheinlich später ziemlich gleich mal dazugekommen. Bei der Schlacht am Morgarten. Da kann ich nicht mehr so mitreden. Ich weiß, dass es eine gegeben hat. Ja. Und gegen die Habsburger. Ja, sie haben sich zusammengetan gegen die Habsburger und sie wollten selber ihr Land regieren. Und dann mit der Zeit sind immer mehr Kantone dazugekommen. Und der letzte Kanton, der dazugekommen ist, das war im 20. Jahrhundert, ist Jura dazugekommen. Also, ja. Und Freiburg ist bei 1491 dazugekommen, bei 200 Jahre später. Und dann hat es noch eine wichtige Schlacht gegeben, die Schlacht bei Murten. Das ist schön. Schlacht bei Murten, die wird gefeiert. Jedes Jahr wird der Sieg von der Schlacht bei Murten zu Murten mit einem grossen Fest gefeiert. Und das ist am 21. Juni, glaube ich, schon bald. Aber jetzt weiß ich nicht, das Jahr. Vielleicht machen sie etwas. Also es hat Musik, Kadetten, viele Blumen, Mädchen in Weiss und so. Es ist schön. Schönes Fest. Genau, die haben sich vom Kanton Bern getrennt. Das hat noch lange Konflikte gegeben. Im Berner Jura, es gibt aber auch einen Berner Jura und ein Teil des Berner Jura möchte zum Jura gehören, zum Kanton Jura. Und sie haben dafür abgestimmt, ja. Gibt es auch einen anderen Namen für die Schweiz als Schweiz? Kann man ihr auch einen anderen Namen geben? Ihr müsst das Autokennzeichen denken. Das Autokennzeichen ist CH. Und wieso schreiben wir CH, wenn das Schweiz ist? Ja, Helvetica. Eidgenossenschaft, sehr gut. Eidgenossenschaft ist ein gutes Wort. Man redet viel von der Eidgenossenschaft. Also wir haben einen Eid geschworen. Was ist geschworen? Mit drei Fingern, ja. Und dann, wir sind Genossen, wir sind so Brüder. Und das ist die Eidgenossenschaft. Confederatio Helvetica, sehr gut. CH, Confederatio Helvetica. Latinischer Name, vielleicht, dass man niemanden bevorzugen. Svizzera, Swiss, Schweiz, das gibt es in vielen Sprachen. Aber Confederatio Helvetica ist einfach Latinisch, eine neutrale Sprache. Ja, dass es keinen Streit gibt. Wisst ihr, wieso die Schweiz neutral ist? Kathrin, es gibt Wortschatz, einige Wortschatz ist verschieden in den Dialekt, aber es gibt auch viele Wörter, die man einfach ein bisschen verschieden aussprechen. Also wo zum Beispiel das Vokal ein anderer Vokal ist oder ein bisschen anders, aber nicht ausgesprochen wird, aber ist immer noch das gleiche Wort. Und dann gibt es bei einigen Dialekten, also ich kenne jetzt Freiburgerdeutsch gut, dort gibt es zum Teil ein paar Unterschiede in der Grammatik. Zum Beispiel Freiburger sagen, ich habe dir gern. Ich habe dir gern.
Anstatt ich habe dich gern, ja, sagen sie ich habe dir gern. Oder ich werde verrückt, oh, jetzt werde ich verrückt. Ja, sagen sie ich komme letz. Ja, anstatt werden, sagen sie komme. Aber es gibt wenig. Generell ist Grammatik gleich. Generell ist sie sehr ähnlich. Und es gibt andere Dialekte, wo ich vielleicht nicht alles weiss, wo das Grammatik ganz anders ist. Also, gehen wir weiter. Was ist ein Alphorn? Oder andere typische Schweizer Instrumente. Genau, ein Instrument, ein Horn, das man blasen kann. Und wisst ihr, wie lang das ist? Das ist aus Holz gemacht, genau. Ein Alphorn ist aus Holz gemacht, geschnitzt. Ja, vielleicht 6 Meter, vielleicht 4 Meter, vielleicht eher 4 als 6. 6 wäre ja sehr lang. Ja. Hallo Konstantin, du bist auch da. Schön. Also, habt ihr schon mal Alphorn gespielt? Mein Onkel spielt Alphorn, aber das braucht sehr viel Kraft zum Blasen. Genau, das ist sehr schön. Mir gefällt Alphorn-Musik auch sehr gut. Und der Ton dreht sehr weit. Ja, also mein Onkel hat sein Alphorn mitgenommen, das wir geheiratet haben, zu Murten. Und er hat draussen auf dem Platz ein paar Lieder gespielt. Du hast das schon gehört. Ja, oder Schweizer tun auch Jodeln. Habt ihr gerne Jodeln? In den Bergen ist es noch besser, mit dem Echo vielleicht, ja. Gefällt euch das, wenn die Schweizer jodeln? Ich kann es nicht so gut, also ich mache es jetzt nicht vor. Männer singen dort auch zum Teil sehr hoch. Oh, Chvoje, du tust gerne jodeln, schön. Gehst in einen Chor, bist in einem Jodelchor. Und dann gibt es so Jodellieder, dann sie zum Teil Lieder singen und dann wieder jodeln, joli duli duli. Ja. Und dann gibt es auch Naturjutzen. Das ist so ein bisschen improvisieren im Jodeln, das ist auch sehr schön. Ja. Sag, vielleicht kannst du einmal an so ein Bergfest oder so, wo sie jodeln. Du musst mal schauen, was es gibt. Wie heisst die Musikerin, die berühmt ist in der Schweiz? Es gibt eine, die heisst Sina, aber sie tut nicht jodeln, glaubst du. Und dann gibt es noch eine andere. Du meinst jemanden, der jodelt? Oh, Chvoje, du hast als Jodellehrer gearbeitet. Nicht schlecht. Und wo hast du Jodeln gelernt? Hallo Jana, schön, dass du da bist. Der Polo Hofer, das ist auch ein Musiker, der ist vor 2 Jahren gestorben. Der hat aber Rock gemacht. Das ist Mundartrock. Aber ich habe ihn nie gehört, Jodeln. Es gibt einen schönen Film. Für die, die wollen, Heimatklänge. Heimatklänge heisst der Film. Und das ist das Porträt von 3 Schweizern, eine Frau und 2 Männer, die zum Teil jodeln, aber auch improvisieren mit der Stimme. Heimatklänge von Klang. K-L-A-Umlaut, N-G-E, Klänge.
Ah, Chorwoja, du bist Opernsänger von Beruf. Wow. Und du hast auf Jodeln umgesattelt oder machst noch beides? Das ist interessant, ja. Aber du bist aus. Jetzt habe ich vergessen, woher das du bist. Dort, wo du her bist, tut man auch jodeln. Oder nicht? Also. Und dann gibt es noch Schweizer Örgeli, so kleine Handörgeli, wo man spielen. Ja. Du kommst aus Kroatien. Tut man zu Kroatien auch so ähnlich singen, jodeln? Oder ist das neu für dich in der Schweiz? Ist das schwierig zum Lernen? Also wenn du schon so professioneller Sänger bist, ist das. Wenn man professioneller Sänger ist, ist es dann schwierig, noch das zu lernen. Also, wir gehen weiter. In welchem Kanton ist die Quelle vom Rhein? Die Quelle, wo fährt der Rhein an? Es gibt eine schöne Wanderung, die zu verschiedenen Quellen vom Rhein geht. Das wäre etwas für den Sommer. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe nur davon gehört. Genau. Es war nicht so schwierig zu jodeln. Für einen professionellen Sänger. Nein, Peter, im Wallis ist Trone. Aber die Quelle vom Rhein, das ist, der Rhein geht nachher auf in Bodensee und auf Schaffhausen, auf Basel. Ja, das ist ganz im Norden von der Schweiz. Und wo ist die Quelle vom Rhein? In Appenzell? Nein, glaube es nicht. In der Schweiz ist die Wasserscheide. In der Schweiz, die Berge von der Schweiz trennen das Wasser. Also aus der Schweiz gehen Flüsse ins Mittelmeer und es gehen Flüsse in Norden, in die Nordsee. Der Bodensee, das ist nicht die Quelle, Olivia. Im Graubünden, ja. Manuela, du kommst aus der Schweiz und du weißt, es gibt glaube verschiedene Quellen vom Rhein und im Graubünden gibt es so eine Wanderung, die zu verschiedenen Rheinquellen glaubs geht. Also ich muss das noch einmal nachschauen, das wäre eine gute Idee für den Sommer zu machen. Ich weiß nicht, ob das eine eintägige Wanderung ist oder ob man da mehrere Tage unterwegs ist. Ja. Genau, also der Rhein ist ein ganz grosser Fluss, der in der Schweiz anfängt. Und dann, wo eine fließt die Rhone? Wo eine fließt die Rhone? Kennen der die Rhone? Und wie heisst die Rhone auf Deutsch? Wie sagen die Walliser, die deutschsprachigen Walliser, die Rhone? Also so wird sie eigentlich meistens nur dort im Oberwallis genannt. Schaffhausen ist in Trifel. Schaffhausen, dort die grossen Wasserfälle. Ganz bei Neuhausen, bei Schaffhausen. Irgendetwas, gerade kurz vor Schaffhausen. Da kann man aus dem Zug aussteigen und dann nachher mit einem Lift runtergehen oder zu Fuss runter an Trifel. Ah, Konstantin, der liechtensteinische Dialekt ist recht speziell, oder? Ich habe einmal mit einem Liechtensteiner geredet, nur einmal. Genau, also, wo eine fließt die Rhone? Im Oberwallis, wo die Rhone anfängt, dort redet man noch Deutsch. Das ist der deutsche Teil vom Wallis. Und dort hat sie einen besonderen Namen. Man sagt ihr der Rotte.
rotten. Ja. Und dann später, wenn sie ins Wallis runterkommt, dann wird sie Drohne. Oder Rotte ist vielleicht einfach der deutsche Name für Rhone. Genau, nach Frankreich, also in Genfersee und dann auf Genf, Frankreich, Lyon und dann ins Mittelmeer. Ja, nicht in den Atlantik, aber ins Mittelmeer. Wupp. Im Liechtenstein enthält Walliserdeutsch wegen der Walliser Wanderung. Ja, in Graubünden gibt es Walser. Ein Grüppli von Leuten, die sind Walser und die reden Walserdeutsch und die sind eben auch aus dem Wallis. Ursprünglich, vor vielen, vielen Jahren, sind sie aus dem Wallis gekommen. Mhm. Und es hat eine Frau, die ein Buch geschrieben hat auf Walserdeutsch. Das ist im SRF ist das eigentlich gekommen. Also sie haben ein Interview gemacht mit dieser Frau. Mhm. Gut. Wenn jemand noch etwas Mühe hat mit Schweizerdeutsch, dann könnt ihr ganz einfache oder auch was üben wegen Aussprache von verschiedenen Wörtern oder so, dann gibt es ganz einfache ein Paket, das ihr kaufen könnt und jede Woche zwei neue Lektionen dazukommen. Da könnt ihr auf dem Link unten für schauen, was das genau ist und ob das etwas für euch ist. Genau. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Sonst habe ich noch eine. Wann ist die Schweiz gegründet worden? Wow, du bist Autorin und du schreibst Berndeutsch. Sehr interessant, ja. Über was schreibst du? Und hast du auch schon ein Buch rausgegeben, Manuela? Wissi, klar, 1291. Peter, du fragst mich, ob ich gerne arbeite, was ich gerne mache. Ich tue gerne arbeiten. Ich habe einen super Job mit meinem Schweizerdeutsch-Unterricht. Dann tue ich gerne singen, aber nicht jodeln. Leider nicht jodeln. Oder ja, nicht jodeln. Und ich bin gerne im Garten, tue gerne im Garten etwas machen. Oder Gitarre spielen, ein bisschen, aber nicht sehr professionell. Nur so zum Singen, zum Begleiten. Also ich tue gerne singen und Gitarre spielen, darum ist Gitarre spielen nicht sehr kompliziert. Lucia. Sami, du suchst einen Schweizerdeutschkurs. Du kannst unten im Link schauen, für das Basic Swiss German, wenn du ganz, ganz vorne willst anfangen. Und wenn du möchtest, wenn du schon ein bisschen reden kannst, dann nachher kannst du auch schauen, ob du möchtest in ein Webinar kommen von mir. Ich habe zwei Webinare, eins für ein bisschen Anfänger, wir sagen Anfänger, aber wir haben im Februar angefangen. Und für ein bisschen fortgeschrittenere Leute. Ja. Also die wollen, die können sich auch in einem Webinar einschreiben. Ihr könnt vielleicht viel schon ein bisschen besser Schweizerdeutsch. Und dann könnt ihr mit uns üben. Im Juni haben wir sicher noch ein Webinar. Aber im Sommer machen wir dann Pause. Ja. Also, dann könnt ihr euch gerne auch für ein Webinar einschreiben. Mir ein E-Mail schicken. Auf meiner Homepage schauen, swissgermanonline.com. Dort hat es verschiedene Angebote. Ja. Und dann, wie heisst der höchste Berg in der Schweiz? Also der, der ganz in der Schweiz ist. Zum Beispiel das Matterhorn oder Mont Blanc. Die sind nicht ganz in der Schweiz. Hallo Samu.
Ich bin nicht von Bern, aber ich bin mit Berner in die Schule gegangen und ich glaube, das gehört mir ein bisschen. Monterosa, Lazare. Und die anderen, was denken ihr? Monterosa. Ich weiß nicht, wie hoch der Monterosa ist, aber ich habe gemeint, das ist ein anderer Berg. Also vielleicht Dufourspitze. Weiß ich nicht, glaube es nicht. Der Berg, wo der ganze Berg, Jungfrau, stimmt glaube auch nicht. Rüblihorn. Das Rüblihorn, wieso nicht? Das wäre nicht schlecht. Also, es müsste so eine Form haben wie ein Rüebli. Das wäre ein interessanter Berg für Kletterer. Es ist der Dom. Und der Dom ist im Wallis, also in der Nähe vom Matterhorn. Das Matterhorn ist sehr wahrscheinlich höher. Stockhorn. Sehr wahrscheinlich, nicht Stockholm. Und der Dom, wenn ich mich richtig erinnere, hat er 4.545 Meter. Also ist er 4.545 Meter über Meer. Wow, in Thun gibt es einen Berg, der Rüblihorn heisst. Das ist interessant. Dann müssen wir mal schauen. Auf der anderen Seite vom Thuner See, wenn man von Interlaken raufgeht, aber nördlich, nicht südlich, dort ist das Niederhorn. Das Niederhorn ist so ein Berg, da geht man rauf, 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 rauf und auf der anderen Seite geht es runter. Ja, das waren meine Fragen. Ich weiss nicht, wie ihr es habt. Machen wir Schluss oder habt ihr sonst noch Fragen? Über die Schweiz oder Schweizerdeutsch oder so, dann könnt ihr noch Fragen stellen. Und sonst, wir warten jetzt noch ein bisschen. Sonst tue ich mich verabschieden. Samu, wo wohne ich? Das ist ein grosses Geheimnis. Nein, ich komme aus Freiburg, aus dem Kanton Freiburg. Und zu Marli wohnen meine Eltern. Aber meine Mutter ist Zürcherin und mein Vater ist Luzerner. Also daher mein Dialekt, eben so ein bisschen Zentralschweizerisch oder Interschweizerisch, würde ich sagen. Aber im Moment wohne ich im Ausland, in Polen. Also. Peter, auf Schweizerdeutsch sagen wir häufig, ich mache es. Also auf Schweizerdeutsch brauchen wir Wirt nicht so viel, also den Futur brauchen wir nicht so viel. Kann man auch sagen, ich werde es machen. Aber du kannst auch gut sagen, ich mache es. Ich mache es am Montag oder am Dienstag. Sag, ich weiß nicht, ob du der einzige Amerikaner bist da. Keine Ahnung. Alles, nein, St. Galler Deutsch kann ich nicht lernen. Also, ich kann es verstehen, aber ich höre es zu wenig. Also, das ist nicht mein Dialekt. Zürichdeutsch kann ich etwas machen oder etwas sagen, wie es ist. Mehr, weil meine Mutter Zürcherin ist und ich habe Familie in Zürich. Aber St. Gallen ist etwas mehr östlich, das ist schwieriger. Genau, ich habe einen Hund. Der war jetzt die ganze Zeit bei mir auf dem Schoss und war ganz ruhig. Aber jetzt, ihr habt ihn vorher kurz gesehen, das ist die Luna. Berndeutsch ist das Beste, Samu. Ja, ich denke, es ist gut, wenn man alle Dialekte versteht. Und es ist gut, wenn man das redet, wo man am meisten hört, wo man, dort, wo man wohnt. Ja,
Ein Dialekt ist immer, spiegelt ein bisschen die Geschichte von einer Person. Gestern habe ich mit jemandem geredet und sie hat plötzlich gesagt, gucke. Und dann sage ich, gucke, das ist Friburgerdeutsch. Und dann sagt sie, ja, ich habe in Fribourg studiert. Ich sage zwei Wörter, sage ich auf Friburgerdeutsch. Das andere habe ich vergessen, was sie gesagt hat. Aber gucke, ich würde gucke mit G schreiben, Olivia. Also schauen. Die Friburger sagen gucke. Und so, jede Person hat so eine Geschichte, eben wer der Vater, woher er kommt, Mutter, woher er kommt, wo bist du aufgewachsen, wo hast du gewohnt, mit wem hast du viel Kontakt. Und das ist genau, gucken ist schauen. Und das ist immer so ein bisschen, das ist dein Dialekt, ist so ein bisschen deine Geschichte, das widerspiegelt deine Geschichte. Genau, im Berner Oberland kann man auch gucken sagen. Ja. Hallo, Professorin. Ich weiß nicht, ob ich eine Professorin bin. So lange habe ich nicht studiert. Gucken, sagt man auch in Deutschland, genau. Ja. Okay. Ich glaube, da machen wir Schluss. Mein Hund hat, glaube ich, Hunger. Ich möchte noch etwas essen und ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend, schönes Wochenende, schöne Pfingsten. Ihr habt noch 2 Tage frei, ja. Montag ist auch frei, hoffentlich. Und ja, du kannst noch eine Frage stellen. Wir sind fertig, aber du kannst vielleicht später den Film noch einmal anschauen auf YouTube. Wenn ihr es gemerkt habt, weiß nicht, ich habe versucht, Fragen zu stellen mit diesen verschiedenen Fragewörtern. Jede Frage war etwas anders. Also ihr könnt noch einmal das durchschauen und versuchen, andere Fragen zu machen mit diesen Fragewörtern. Ja, Joao, ich weiß nicht genau, wenn wir es nächstes Mal wieder machen. Also, ich muss schauen. Sicher einmal wieder. Aber einmal pro Monat machen wir das. Aber jetzt fängt die Ferienzeit an. Jetzt müssen wir schauen. Ja. Also, ich lasse ihr seht das wieder auf Internet. Oder ihr könnt abonnieren. Ihr könnt euch einschreiben auf meinem Kanal, auf YouTube. Und dann solltet ihr die Informationen überkommen, wenn wir das nächste Mal Livestream machen. Ah, du hast die Schweizer Staatsbürgerschaft, die Schweizer Nationalität. Es ist eine schöne Sprache, gefällt dir das? Vielleicht fühlst du dich so ein bisschen daheim, ja? Das ist so ein bisschen deine Sprache, weil in deiner Familie hat das der Grossvater geredet. Und so. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss zusammen, macht's gut.